Hallo und herzlich willkommen im Wald. Warum steht da ein Torbogen? Das hier ist der sogenannte alte Ochsenstall. Der Name ist Programm. Wir wissen, es ist ein Ochsenstall. Wir wissen, er ist alt. Mehr wissen wir da nicht drüber. Wir sind hier mitten im Wald. Hier steht komischerweise ein riesiges Steingebäude rum. Was soll das? Weiß keiner. Ist ein Rätsel. Wir wissen auch grob noch, wie alt er ist. Circa 1000 Jahre. Also hochmittelalterlich. Aber warum man hier bitte schön mit Stein gebaut hat, anstatt hier einfach irgendwie eine Holzhütte hinzustellen, um die Ochsen unterzustellen, und Kühe, selbstverständlich. Das ist ein Rätsel. Aber darum soll es nicht gehen. Gehen soll es um die Frage, was wir mit unserem inländisch geschlagenen Holz so anstellen. Da gibt es nämlich diverse Gerüchte und das ist häufig Gegenstand von Kritik an der Forstwirtschaft. Eine nicht ganz unberechtigte Kritik in dem Punkt Holznutzung kann man noch das eine oder andere verwässern. Da gibt es schon noch Potenzial, aber es ist zum Teil halt eben doch noch mal sehr überzogene Kritik, weil die Zahlen, die da, um da irgendwas zu belegen, herangezogen werden, teilweise maßlos übertrieben sind und einfach aus Extrembeispielen stammen, die so aber nur ganz selten auftreten, so hoffen wir zumindest. Das hängt davon ab, wie intensiv die Dürren-Szenarien in Zukunft unser Land noch heimsuchen werden oder eben nicht. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es nicht jedes Jahr so schlimm wird wie 2018, 19, 20. Das ist erstmal eine vage Hoffnung. Falls das doch so schlimm werden sollte, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das nur Ausrutscher-Szenarien gewesen sind. Denn das ist auch der Grund, wie die sehr schlechten Zahlen bei der Holzverwendung zustande kommen. Nämlich hin und wieder findet man eben den Kommentar, auch in Form von schlecht gemachten YouTube-Videos, dass die deutsche Holzwirtschaft ja nur ein Drittel oder alternativ nur die Hälfte des in Deutschland anfallenden Holzes überhaupt nur stofflich nutzen würde und die andere Hälfte wird energetisch genutzt, beziehungsweise die zwei Drittel werden energetisch genutzt, wie gesagt, je nachdem, welcher Quelle man da glauben möchte. So, dafür muss ich kurz erklären, stoffliche Nutzung, ein Brett, eine Dämmstoffmatte, ein Balken, eine Gitarre, ein Hocker, ja, sowas. Das ist alles Stoff, ein Haus, alles stoffliche Nutzung, logisch. Ne? Energetische Nutzung, Heizen. Pellet, Hackschnitzel, Scheitholz, Holz, Ende. Ne? So, und grundsätzlich muss man dazu ebenfalls sagen, es ist gesamtwertschöpferisch besser, aus Holz was möglichst Langlebiges zu bauen, als es direkt zu verheizen. Es ist auch CO2-speichertechnisch besser, aus Holz was Langlebiges herzustellen, als es direkt zu verheizen. Heißt, für so ziemlich alles ist es umso besser, je mehr anteilig von unserem inländisch produzierten Holz wir irgendwo einbauen und langfristig speichern, anstatt dass wir es verheizen. So, das ist erstmal Tatsache. Es entspricht nicht der Realität, dass man gar kein Holz zum Verheizen hat, wenn man Forstwirtschaft betreibt, weil es fallen nicht nur wunderschöne, verbaubare, super tolle, dicke Balken an, sondern es gibt auch mal einen dünnen Baum, den man rausnehmen muss. Es gibt auch Reste, wenn du aus einem runden Holz einen eckigen Balken schneiden willst, da bleibt logischerweise was übrig und sowas kannst du alles immer, wirst du auch immer in Zukunft verheizen können. Also einen gewissen Anteil Brennholz wird die Forstwirtschaft immer produzieren. Das ist einfach nicht anders möglich. Wie gesagt, wann immer ein junger Baum gefällt werden muss, wann immer mal ein völlig fauler, morscher Baum gefällt werden muss, das ist alles Brennholz und das wird auch immer so sein. So. Aber eben dieser Anteil des Brennholzes, der sollte nicht allzu hoch sein. Und die Zahlen, die da kassieren, die stammen alle aus Extremjahren, nämlich, ich habe es ja schon gesagt, 18, 19, 20. Warum war da der Anteil des verbrannten Holzes so hoch? Na, das liegt da einfach da, schlicht und ergreifend daran, dass zeitgleich ein Haufen Fichte, auch viele Kiefern und viele Weißtannen teilweise, auch sehr viel Buche leider, wenig zusätzliche Eiche angefallen ist. Zeitgleich. So. Und wenn auf einmal ganz viel Holz anfällt, dann hat ein Sägewerk den Holzplatz voll.
Und dann haben sie nicht noch einen zweiten Holzplatz, seltsamerweise, weil da müssten sie in normalen Jahren unnötig Miete für zahlen oder unnötig Grundsteuer oder was auch immer. Es macht keinen Sinn, viel mehr Lagerplatz zu haben, als man jemals Bestand hat, wenn nicht eine riesige Katastrophe hereinbricht, mit der keiner gerechnet hat. Das heißt, da konnte das ganze Holz schon mal nicht hin. So einfach im Wald liegen lassen, wäre auch blöd gewesen, weil dann frisst es im Wald der Pilz, der Käfer oder sonst wer. Also auch eine dumme Idee. Auf irgendeinen Holzlagerplatz bringen, hat man gemacht. Aber auch hier gilt, Holzlagerplätze gibt es nicht für gigantische, noch nie dagewesene Katastrophen, mit denen man jederzeit rechnen müsste, sondern die gibt es nur für normal anfallende Holzmengen plus ein bisschen Risikoreserve. Und das war dann auch alles voll. So, und jetzt liegt immer noch jede Menge Holz rum. Jetzt muss man wissen, das ist ja potenziell borkenkäfergefährliches Holz gewesen. Heißt, der Borkenkäfer hat das befallen und man musste das Holz loswerden, bevor der Borkenkäfer wieder schlüpft, aus dem Holz rauskommt und in alle Richtungen davon fliegt. Zumindest spätestens bei diesem Zeitpunkt darf das Holz nicht mehr im Wald rumliegen, weil sonst hast du den Käfer halt wieder überall im umliegenden Bestand. Dass das mal überhaupt jemals dazu kommen wird, hat keiner vorhergesehen, hat niemand prognostiziert, wir waren alle überrascht. Deswegen haben wir damit nicht gerechnet. So, in Zukunft sieht das ein bisschen anders aus, aber erstmal war das ein bisschen überraschend. So, und jetzt liegt eben ein Haufen Holz rum, was wir nicht wirklich nutzen können, was wir nicht lagern können, weil keine Lagerkapazitäten da sind, was wir also nur noch bestenfalls ins Ausland verhökern können, die da lächerliche Preise für zahlen. Und bevor wir es für lächerliche Preise, weil Überangebot, ne, Riesenangebot, normale Nachfrage, sehr kleiner Preis. Das heißt, die Alternative wäre gewesen, verheizen. Ja, und siehe da, das haben wir gemacht. Ja, also wer konnte, hat sich seinen Brennholzvorrat günstig aufgefüllt, hat das dann im Laufe der Zeit verheizt, hat vielleicht sogar jetzt noch Brennholz übrig gehabt für diesen Winter und musste nicht ein Vermögen ausgeben, um diesen Winter, also jetzt den vergangenen, den wir ja noch ganz gut überstanden haben als Gesellschaft, eben Brennholz zu haben und so weiter und so weiter. Das sind also alles Sonderfälle gewesen. Wir hatten schon häufig drüber geredet, weshalb 18, 19 alles nicht ganz so gewesen ist, wie das normalerweise ist. So, und das ist eben jetzt auch das Problem, wenn du Zahlen von 18 und 19 nimmst und damit sagen möchtest, unsere Forstwirtschaft ist scheiße, weil sie viel zu viel Holz verbrennt und viel zu wenig holzstofflich genutzt wird und man deshalb viel mehr Holz im Wald auch gleich stehen lassen könnte, wenn es doch eh nur verbrannt wird. Das ist eben ein Trugschluss, weil die realen Zahlen aus normalen Jahren ohne Katastrophe direkt davor, die sehen anders aus und die habe ich euch mal aus einer sehr seriösen Quelle hier zusammengesucht und ich lese das einfach vor, blende euch in der Zwischenzeit das entsprechende Diagramm ein. Besagtes Diagramm ist vom Thünen-Institut. Das Thünen-Institut ist eine unabhängige staatliche Forschungseinrichtung. Staatlich klingt immer so ein bisschen ja, das ist nicht die staatliche Rundfunkgebühreneinrichtung oder irgendwas, wo man durchaus machen kann, sondern staatliche Forschungseinrichtungen sind tatsächlich die besten. Die Alternative wäre von irgendeinem Wirtschaftsunternehmen finanzierte Forschung und die finanzieren nur, woran sie ein Interesse haben, dass dabei ein bestimmtes Ergebnis rauskommt. Beim Staat kann man noch am ehesten weltweit, ja, Wissenschaft, die vom Staat finanziert ist, ist die tatsächlich seriöseste Wissenschaft, die wir haben, weil irgendwer muss es bezahlen, es kostet nun mal Geld, Wissenschaftler brauchen auch mal hin und wieder einen Schnitzel und eine Kartoffel, um nicht völlig vom Fleische zu fallen und drum müssen die bezahlt werden und damit kostet jede Forschung logischerweise Geld. Ja? Und da Unternehmen immer ein bestimmtes Interesse haben und zumindest unser Staat sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Neutralität der Wissenschaft zu wahren und zu ehren und gewisses Geld zur Verfügung gestellt hat, damit wirklich völlig unabhängig von Drittmitteln, von irgendwem, der ein Interesse an bestimmten Ergebnissen hat, unabhängige Forschung betrieben werden kann, ist das eine gute Sache. So, und eine dieser unabhängigen Forschungsanstalten, so unabhängig wie es nur irgend geht, ist zum Beispiel jetzt im forstlichen Bereich, im waldökologischen Bereich, das Thünen-Institut. Ja? Und so viel nur noch mal dazu, dass das wirklich eine seriöse Quelle ist. Ist veröffentlicht worden in der HFZ, das ist die Allgemeine Forstzeitung. Das ist ebenfalls eine sehr seriöse Quelle. Das ist also quasi so das kleine Wissenschaftsmagazin der Forstwissenschaften und allem, was irgendwas mit Holz zu tun hat. So. Und daher stammen diese Zahlen aus dem Jahr
2017. 2017 ist deswegen ein gutes Jahr, auch wenn die entsprechende Veröffentlichung deutlich älter ist, also deutlich jünger, frischer sozusagen, ist 2017 trotzdem ein gutes Jahr, um eben auf den Holzmarkt draufzuschauen, beziehungsweise auf die Holzverwendung, weil dann noch nicht 18, 19 und 20 alles durcheinander gebracht haben. Das heißt, es herrschen noch normale Verhältnisse und die waren 2016, 2015 etc. und so weiter ganz ähnlich. Ja, es gibt immer ein paar Prozentpunkte Schwankungen, aber das langjährige Mittel sah eigentlich immer so aus wie das, was wir hier jetzt sehen und wird, es gibt keinerlei Grund, was anderes anzunehmen, auch wieder zu diesem Level zurückkehren, sobald sich die Zustände im Walde wieder normalisiert haben. Das war letztes Jahr zum Teil schon der Fall. Es ist deutlich weniger sogenanntes ZE-Zufallsereignis Holz angefallen, sprich zusätzliche Fichten, weil der Käfer dran geknabbert hat. Und es sind viel normalere Verhältnisse eingekehrt als eben die Jahre davor. Es wird jetzt noch vielleicht 2 oder 3 Jahre dauern, bis wir wieder völlig bei Normalbetrieb, in Anführungszeichen, zumindest was die Holzverwendung angeht, angekommen sind. Und dann muss sich da trotzdem vielleicht noch was dran ändern durch Innovationen in der Zukunft. Aber ich möchte nur sagen, und das ist wirklich wichtig, dass wir das geklärt haben, die Werte hier sind realistisch. So. So, und das ist die besagte Grafik, um die es hier gehen soll. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung und Quellenangabe übrigens da auch nochmal genau ausführlich angegeben. So, also wir haben hier links im Bild das komplette Rohholz, das im Jahre 2017 in Deutschland angefallen ist. Rohholz ist alles Holz, das in den Wirtschaftskreislauf gelangt ist. Da ist also zum Beispiel nicht dabei Äste, die man vom Stamm abgeschnitten hat, bevor man den Stamm aus dem Wald geholt hat. Da ist auch nicht die Spitze vom Baum dabei, die ebenfalls im Wald liegen geblieben ist und auch nicht der Stumpf, der jetzt noch im Boden steckt und langsam vor sich hin verrottet. Ja, zum Beispiel. Angenommen, man würde die Äste, die man abgeschnitten hat, aber zu Hackschnitzeln verarbeiten, dann wäre das wiederum Holz, das in den Wirtschaftskreislauf gelangt ist und würde dann der Rohholzmenge zugerechnet werden. Also nur damit wir klar da differenzieren können. Was von alleine gestorben und liegen gelassen wurde, landet auch nicht im Rohholzsektor, weil es ja nie in den Wirtschaftskreislauf gelangt ist. So, und dieses Rohholz unterteilt sich jetzt in die beiden Hauptholzarten, die einfach biologisch bedingt sind. Man kann auch Angio- und Gymnosperme zur Unterscheidung sagen, aber Nadelholz und Laubholz ist natürlich den meisten etwas geläufiger. So, und da sehen wir, dass wir so ungefähr 3/4 Nadelholz haben und so etwa 1/4 Laubholz. Das wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern. Ja, vielleicht noch nicht im nächsten Jahrzehnt, aber im übernächsten so ganz langsam und dann spätestens so in 40, 50, 60 Jahren wird der Laubholzanteil peu à peu zunehmen müssen. Allein, wenn man sich anguckt, was momentan gerade im Wald so nachwächst. Aber dazu kommen wir dann gleich und das wird gleich noch der Dreh- und Angelpunkt mit dem Ben vor Ort. So, jetzt biegen wir aber erstmal vom Nadelholz eins nach rechts ab und dann sehen wir eine Dreiteilung unseres Balkens. Der Balken ist, wenn man alle Teile zusammensetzt, noch genauso groß wie vorher. Also die Dicke des Balkens ist immer relativ zur Gesamtholzverwendungsmenge. Ne? Nur damit wir das nochmal kurz geklärt haben und euch das klar ist. Wenn Verwirrung aufkommt, guckt euch einfach die absoluten Zahlen an. Die stehen ja jeweils auch nochmal drunter, so und so viele Millionen Kubikmeter. Da kann man dann immer ganz gut nachvollziehen, wie viel ist denn eigentlich wie viel. Diese Prozentangaben können möglicherweise für den einen oder anderen hier und da mal verwirrend sein. Gut, zunächst mal zum Stammholz. Oben, also Mitte links, nee, Mitte oben, so rum. Stammholz ist im Prinzip alles Holz, was wirklich als Baumstamm erstmal so aus dem Wald exportiert wird und ins Sägewerk geliefert wird und dann als Baumstamm weiterverarbeitet wird. Und zwar im Regelfall fast ausschließlich zu sogenanntem Schnittholz. Und Schnittholz ist quasi sämtliches Holz, was irgendwie zugesägt oder mit einem Profilzerspaner zugespannt, nenne ich das jetzt einfach mal, wird. Sprich Bretter, Balken, sowas in die Richtung. Ja? Daran
sehen wir, dass dieser Balken, hier der Schnittholzbalken, ganz überwiegend grün ist, das fast ausschließlich Nadelholz für Schnittholzverwendung findet und lediglich ein sehr kleiner Anteil von 2,6 Millionen Kubikmetern zu 34,2 Millionen Kubikmetern ist eben der Laubholzanteil, der hier eine Rolle spielt. Ja, also wirklich sehr, sehr untergeordnet gibt es, aber nicht viel. So, allerdings ist Laubholz fast das einzige Holz, das bei Furnier- und Sperrholz Verwendung findet, wenn wir also dem unteren Weg zu Furnier- und Sperrholz folgen. Und da sehen wir zweimal 0%. Beim unteren 0% sehen wir allerdings immerhin bei der absoluten Zahl 0,2 Millionen Kubikmeter. Das heißt, da ist ein kleiner Anteil vom Laubholz, das da auf diesem Wege verwendet wird, wirklich verschwindend gering. Man möchte gerne in der Zukunft, dass dieser Anteil deutlich zunimmt. Ja? Ob das funktioniert, wird die Zukunft zeigen, aber ist geplant. Gut, zurück in die Mitte sozusagen und wir kommen zum Industrieholz, also die zweite Abzweigung hinter der Nadelholz-Laubholz-Aufteilung. Industrieholz wird ja zu etwa 80% von Nadelholz ausgemacht und etwa 20% ist dann grob, ganz, ganz grob der Laubholzanteil. Und da sehen wir, wenn wir dann davon rechts abbiegen, das war ganz überwiegend Faser- und Spanplatten da draus machen, auf Platz 2 dann Holzschliff und Zellstoff da draus machen und dann ganz abgeschlagen noch das sogenannte andere Rohholz kommt. Faser- und Spanplatten dürfte jeder schon mal gesehen haben, bei sich daheim auch irgendwie haben, garantiert irgendwie in eurem Haus verbaut sein, zumindest anteilig hier und da mal. Eine Spanplatte ist klar, eine Faserplatte ist fast dasselbe, es gibt aber eben heutzutage auch noch Dämmfaserplatten zum Beispiel, die einfach nur der Wärmeisolation dienen und keine tragende Funktion haben, während Spanplatten durchaus stabil sein können und insbesondere auch sehr druckstabil sind und daher zumindest für nicht tragende Wandelemente durchaus eine gute Idee darstellen können. Es ist also auch eine sehr langfristige Holzverwendung, weil es eben als Teil eines Gebäudes irgendwo eingebaut werden kann. Da muss nicht nur der Dachbalken eine langfristige Verwendung sein, sondern das geht hier eben auch. Ich habe vergessen zu erklären, was Industrieholz ist. Das sind schlechtere Holzqualitäten, weil wenn du einen Balken draus schneiden würdest, hätte der zum Beispiel zu viele Äste oder hier und da schon eine erste kleine, winzig kleine morsche Stelle, die eben die Tragfähigkeit stark beeinflussen würde und für perfekte Trageeigenschaften, Stabilitätseigenschaften reicht es einfach nicht mehr. Ist sozusagen B-Ware Holz. Ja? Holzschliff und Zellstoff sollte klar sein, wenn man weiß, woraus Papier hergestellt wird, nämlich genau da draus, Papier und Pappe, auch da überwiegend tatsächlich Nadelhölzer. Warum? Die enthalten weniger Lignin, das ist sozusagen der Beton im Stahl-Beton-Gemisch des Holzes. Wenn man sich Holz als Stahlbeton vorstellt, dann hat man die Zellulosefasern, die vom Lignin ummantelt werden. Heißt, Zellulose ist Stahl, Lignin ist Beton, der das Ganze ummantelt. Und wenn man Zellstoff gewinnen möchte, einen vernünftigen, und Papier draus machen möchte, dann muss der Beton raus. Also das Lignin muss entfernt werden und Nadelhölzer haben tendenziell etwas weniger Lignin, als das bei Laubhölzern der Fall ist, weshalb die Zellstoffherstellung aus Nadelhölzern traditionell einfacher zu realisieren ist als aus Laubhölzern. Geht bei letzteren auch, kostet aber dann entsprechend mehr Geld in der Herstellung. So, und dann wäre noch das andere Rohholz anzusprechen. Da sehen wir auch wieder zwei sehr kleine Zahlen, 0,1 Million Kubikmeter, also 100.000 Kubikmeter Nadelholz finden da noch Verwendung. Das sind zum Beispiel Paletten und dann noch so ein paar ganz abgefahrene Sachen, wo ich jetzt auch nicht dran denke. Kommen wir zum Brennholz. Das ist ja so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. So, und bei Brennholz sehen wir jetzt, da ist der Laubholzanteil höher als der Nadelholzanteil. Das hat Gründe und dazu komme ich auch gleich noch. Also der Ben vor Ort kommt da gleich noch zu. Wir unterteilen nochmal beim Brennholz in Hausbrand- und Heizkraftwerke. Theoretisch gäbe es auch nur Heizwerke, aber die spielen eigentlich inzwischen keine Rolle mehr. Hausbrand ist Kamin. Ja? Lagerfeuer im Garten. Das ist beides quasi Hausbrand, also Feuerholzbedarf von privaten Haushalten sozusagen. Überwiegend durch Laubholz gedeckt, davon ganz überwiegend Buchenholz, ist so das beliebteste Brennholz überhaupt in Deutschland. Und ja,
Da gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer dass die Heizkraftwerke in vielen Fällen, insbesondere im städtischen Bereich, tatsächlich eine effizientere Lösung wären, mit Holz zu heizen. Ein Heizkraftwerk heißt nicht umsonst so, sondern es ist ein Heizwerk und ein Kraftwerk und beides gleichzeitig. Und das hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad. Soll heißen, pro reingeschmissenes Holz bekommst du insgesamt mehr von der Energie irgendwie sinnvoll genutzt, weil ein Teil als Strom generiert wird, ja, und ein anderer Teil eben als Abwärme sozusagen dann auch zum Heizen der umliegenden Gebäude per Fernwärme dient. Ja, das ist also eine ganz tolle Sache. Es wäre also rein von der Ressourceneffizienz her gut, wenn wir zumindest im städtischen oder ja, mittelgroße Dörferbereich schaffen würden, weniger auf Hausbrand zu setzen und mehr auf Heizkraftwerke, weil die einfach einen besseren Wirkungsgrad haben. Ne? Das ist der Knackpunkt. Wobei man natürlich beim Daheimheizen teilweise auch einen sehr guten Wärmenutzungswirkungsgrad erreichen kann. Da müsste man sich jetzt ein bisschen kloppen. In jedem Fall hat allerdings ein Heizkraftwerk den großen Vorteil, dass es so groß ist, dass sich dann auch eine große Rauchgasreinigungsanlage rentiert. Das heißt, das Feinstaubproblem beim Heizen mit Holz wäre deutlich besser in den Griff zu bekommen mit mehr Heizkraftwerken als mit privaten Feuerungsanlagen, ist zumindest meine Meinung, aber da ist sich die Forschung auch noch nicht ganz einig und andere Forst- und Holzwissenschaftler mögen da oder Ressourcenwissenschaftler andere Meinungen zu haben. So, aber jetzt zurück zum Ben vor Ort, da hat er nämlich das eine oder andere noch zu erzählen. So, und damit sind wir auch durch bei der Statistik. Aber bevor wir die jetzt völlig aufgeben, gucken wir uns nochmal bitte unseren Balken nach dem Rohholz an mit den 73% Nadelholz und 27% Laubholz und machen uns klar, ein Großteil vom Nadelholz wird stofflich genutzt, das sehen wir hier eindeutig aus dieser Grafik, und ein Großteil vom Laubholz wird energetisch genutzt. Das sehen wir auch eindeutig aus unserer Grafik. Und damit zurück zum Ben. Hier ist er. Denn normalerweise haben wir beim Nadelholz, das eben 2/3 bis 3/4 des Holzvolumens, was momentan so anfällt an Holz in Deutschland, ausmacht, haben wir ein Verhältnis von 80:20 stoffliche Nutzung zu energetischer Nutzung. Das ist super. Ja? Das ist viel besser als die Zahlen, die der Forstwirtschaft immer vorgeworfen werden. Mit den 2/3 werden verbrannt, 1/3 wird nur genutzt. Nee, 80-20 wird genutzt, 20% wird verbrannt. Das ist schon sehr gut. Wenn wir jetzt allerdings zum Laubholz gehen, dann stellen wir tatsächlich fest, dass da ungefähr 1/3 stofflich genutzt wird und 2/3 verbrannt werden. Da würde es also ungefähr stimmen. In guten Jahren ist es mal 50-50, dass 50% vom Laubholz verheizt wird und 50% stofflich genutzt. Über alle Holzarten, sprich Nadel und Laubholz hinweg, sind wir etwa bei 2/3 Nutzholz, 1/3 Brennholz. Und das ist ein langjähriger Mittelwert und an dem kann man sich auch orientieren. Kurze Pause für mich. So, Erkenntnis Nummer 1. Die Kritik an unserer inländischen Holznutzung ist zumindest für normale Jahre überzogen. So schlimm ist es nicht. Ja? Aber Erkenntnis Nummer 2. Je mehr Holz von dem, was wir in Deutschland einschlagen, verbaut wird, stofflich genutzt wird, desto besser bleibt bestehen. Ja, das ist einfach effizienter, ressourcenschonender und die Nachfrage nach hochwertigem Bauholz ist in den letzten Jahrzehnten stetig angestiegen. Gerade jetzt die letzten Jahre nochmal deutlich angestiegen. Der Wunsch, Passivhäuser aus Holz zu bauen, bei jedem, der sich's leisten kann, um die dann wahrscheinlich noch teurer zu verhökern, was auch immer, steigt. Ja, das ist grundsätzlich ökologisch gesehen erstmal eine gute Sache für die Natur, für die Ressourceneffizienz und so weiter und so fort. Wer das bezahlen soll, weiß ich nicht. Ich jedenfalls nicht. Außer ihr verdoppelt euch und verdreifacht euch und vervierfacht euch, sagt also all euren Freunden, sie sollen meinen Scheiß gucken, dann kann ich mir auch ein Holzhaus. Braucht kein Haus. Ja, mal eins. Aber egal. Nein, Quatsch. Nur Spaß. Wie dem auch sei, jedenfalls. Das Problem ist tatsächlich,
und wird in den nächsten Jahren zunehmen, wenn diese Zahlen dann nämlich nicht mehr stimmen, wenn der Laubholzanteil zunimmt. Ja? Ich predige ja selber, das wisst ihr hoffentlich, wenn ihr mir schon länger folgt, dass wir Laubmischwälder primär in Zukunft haben werden. Also ein Fitzelchen mehr Laub als Nadelholz, sonst wären es Nadelmischwälder. Ja? Und das heißt, dass der Anteil der Nadelhölzer im Gesamtholzaufkommen, was jährlich eingeschlagen wird, wird abnehmen. Nadelholz kann aber wird aber häufiger stofflich genutzt. Laubholz wird weniger häufig stofflich genutzt. Wenn also der Anteil von Laubholz im Gesamtholzanfall zunimmt, wird der gesamtstoffliche Nutzungsanteil des Holzes abnehmen. Und das ist dann scheiße, weil dann haben wir wirklich zu viel Brennholz und nur wenig Holz vergleichsweise, was langfristig irgendwo gespeichert wird. So, und woran liegt das? Erstens am Waldumbau, dass wir mehr Laubholz bekommen werden. Ja, das nimmt ja jetzt schon zu. Der Laubholzanteil im Wald ist auch schon deutlich höher, als der Laubholzanteil im eingeschlagenen Holz vermuten lässt. Das liegt daran, dass die meisten Laubhölzer erst in den letzten Jahrzehnten gepflanzt worden sind. Zum Beispiel der Wald hier, der ist von 2000, ziemlich genau. Und der hat einen überwiegenden Laubholzanteil. Da sind auch noch ein paar Nadelbäumchen mit drin. Das ist zum Teil auch ganz von alleine gewachsen. Das ist ein Lotharwald, wurde 1999 am zweiten Weihnachtsfeiertag umgeschmissen, war davor größtenteils Fichte und Tanne. Ist jetzt größtenteils Bergahorn, Buche und dann kommt wahrscheinlich auch schon die Tanne und danach die Douglasie, so in diesen Anteilen. Ganz, ganz grob. Viel Birke auch noch mal immer mal wieder vereinzelt drin, aber die wird ja nicht so alt und wird also im Endbestand keine Rolle mehr spielen. Einfach weil sie eine geringe Lebenserwartung hat. Gar nicht so sehr, weil man so unbedingt raussägen muss. Vorher sollte man auch nicht unbedingt zwingen, wenn man es nicht muss. Egal. Aber einfach dieser Wandel hin zum Laubwald, hin zum höheren Laubwaldanteil, im Mischwald zumindest, der hat ja erst seit ungefähr 40 Jahren wirklich Konjunktur, seit 20 Jahren so richtig intensiv und in 20 Jahren wird ein Baum nicht hiebsreif. Darum spielt das, was man vor 20 Jahren erst gepflanzt hat, heute in der Hiebstatistik, in der Holzanfallstatistik keine Rolle. Da spielt eine Rolle, was man vor 80, 90, 100 150, 200 Jahren, je nachdem, was da noch so alles anfällt, gepflanzt bzw. hat wachsen lassen. Und darum ernten wir ja jetzt erst noch das, was man eben, wie gesagt, vor 80 Jahren für uns angelegt hat. Und werden auch wir werden erst in 60 Jahren ungefähr anfangen, zum ersten Mal die moderne Forstwirtschaft, die moderne Vorstellung des Waldes, zum näher naturnaher Wald, mehr näher dran an der natürlichen Baumartenzusammensetzung. Übrigens, wenn das Bild wackelt, bin das ich, der hier auf seinen Tisch einprügelt, weil ich wieder nicht still sitzen kann. Das werden wir erst frühestens in 60 Jahren überhaupt anfangen zu ernten. Und eben deswegen wird sich dann auch zwar nicht schlagartig, aber deutlich in 60 Jahren eben die Zusammensetzung von Nadel zu Laubholz im Gesamtholz stark verändern. Und spätestens bis dahin sollten wir uns dann also was überlegt haben, dass wir nicht darauf angewiesen sind, Laubhölzer größtenteils zu verbrennen. Ich habe mal sehr auf den Deckel bekommen, nicht ganz zu Unrecht, war wertvolle Kritik, herzlichen Dank, als ich gesagt habe, Buchenholz ist mehr oder weniger Brennholz und kann man für fast nichts anderes brauchen. Das ist falsch, das stimmt. Buchenholz ist ein wunderbarer Werkstoff, wenn man es kann, ne? Wenn man damit umgehen kann. Heißt, ein Schreiner, und das war auch derjenige, der das kommentiert hatte, der kann mit Buchenholz tolle Sachen anstellen, aber einfach das Ding in der Hochindustrieanlage zu einem Balken sägen, wie du ihn gerade für das Haus brauchst, das du möglicherweise planst zu bauen, das funktioniert mit Buchenholz nicht. Buchenholz arbeitet zu sehr, zum Beispiel Buchenholz, ne? Andere Laubhölzer übrigens auch, viele Laubhölzer. Soll heißen, du sägst das aus dem Stamm raus, hast erstmal einen schönen Balken. Jetzt legst du den hin und lässt den eine Weile lang trocknen und dann macht der Balken statt so, macht er dann so. Also irgendwie krumm und schief. Verwindet sich völlig, fängt an sich zu drehen oder sonstige Späße und das macht Buchenholz als Bauholz erstmal ungeeignet. Es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, Buchenholz so zu trocknen, dass es sich nicht völlig verwirft. Und selbst wenn du es dann wo einbaust und hast später
einfach durch die Jahreszeiten zwischen Sommer und Winter zum Beispiel unterschiedliche Feuchtigkeit in deinem Haus beziehungsweise in deiner Wand, unter deinem Dach, was auch immer, dann wird das Holz da auch jedes Mal ziemlich stark sich bewegen, quellen und schwinden, nennt man das Fachbegriff. Und das ist für Häuser nicht wirklich hilfreich. Dann wird dein Dach plötzlich undicht, weil sämtliche deiner Balken auf einmal größer sind und die Abstände nicht mehr stimmen zum Beispiel. Ja, außerdem bei dem ständigen Feuchtigkeitswechsel können auch Ritzen entstehen, die Feuchtigkeit eindringt, Schimmel vorprogrammiert und so weiter. Also da gibt es verschiedene Probleme. Aber der Profi, der Schreiner, davon gibt es nicht mehr viele, ja, und kaum einer kann auch bezahlen, was deren Produkt dann letztendlich ist, der kann mit Buchenholz was anfangen. So, und jetzt erinnern wir uns bitte an den 0% Balken, in dem dann doch 100.000 Kubikmeter Laubholz drin waren bei Furnier- und Sperrholz. In dem Bereich ist zum Beispiel auch Qualität für den Schreiner. Richtig hochwertiges Möbelholz. In dem Bereich ist das drin. Ja? Und das gibt es. Und dieser verschwindend geringe 0%, weil es für 1% nicht reicht, Anteil vom jährlichen Holzeinschlag, das sind hochwertige Laubhölzer, die für Möbel genutzt werden können. Und mehr ist das im Grunde auch nicht. Manchmal ist es auch eben Zeug, was im Bereich Schnittholz fällt, vom Laubholzanteil. Aber das ist eben auch nicht viel, was dann da eben gegebenenfalls dann doch mal zu einem vernünftigen Balken oder auch wieder für den Schreiner, für den Tischler und Ähnliches verwendet werden kann. So, wegen diesen Quell- und Schwindeigenschaften ist das so. Will man aus Laubholz jetzt in der Zukunft, weil wir in Zukunft mehr Laubholz haben werden und uns was einfallen lassen müssen, trotzdem einen Balken und ein hochwertiges Holzprodukt für langfristigen Einbau herstellen, da muss man sich was einfallen lassen. Die einfachste Lösung ist Brettschichtholz. Du schneidest lauter kleine Brettchen aus dem Holz raus und klebst die hinterher wieder zusammen, bis du einen fetten Balken hast. Dann kannst du die nämlich in der Reihenfolge zusammenkleben, wie die Holzeigenschaften wahrscheinlich sein werden. Und die einzelnen Kleinteile, die schwinden und quellen nur noch ganz, ganz, ganz wenig. Und dadurch, dass das andere Teil, was oben drüber bzw. unten drunter geklebt ist, anders quillt und schwindet, ist in der Summe das Quell- und Schwindverhalten quasi null und der Balken macht nicht mehr viel. So. Jetzt braucht man aber wirklich nicht Akademiker oder Ähnliches zu sein, um zu verstehen, wenn du das Holz erst klein schneiden musst und hinterher wieder zusammenkleben, ist das natürlich teurer, als wenn du den Balken einfach aus einem fertigen Stamm rausschneidest und dann kannst du ihn hinlegen und kannst ihn verbauen und fertig. Ja? Und das ist ein Knackpunkt, dass damit einfach die Holznutzung der Zukunft, wenn es dann Laubholz sein soll, teurer werden wird, so wie dann weiterhin einen hohen stofflichen Anteil in unserer Holznutzung drin haben wollen. Das ist also eine große Herausforderung, die irgendwie gelöst werden muss. Oder, und das ist jetzt die alternative Vorgehensweise, wir müssen halt schauen, dass wir maximal so viele Laubhölzer wie unbedingt nötig im Wald zulassen und trotz Klimawandel und Anpassung der Wälder in eine ökologischere Forstwirtschaft, was auch schon seit 40 Jahren läuft, ne? Also das ist nichts, was wir gerade uns gestern ausgedacht haben, was jetzt dringend umgesetzt gehört, sondern das ist ein schleichender Prozess, der langsam Form annimmt, seit 20 Jahren intensiv. Und da muss man jetzt nicht versuchen, auf die Tube zu drücken, weil du kannst Waldwachstum nicht beschleunigen. Das ist langsam. Das wird nicht schneller, nur weil man politisch dringend fordert, dass man das Ganze gefälligst jetzt sofort umsetzen muss. Geht nicht. Ja, und man hat dankenswerterweise, wie gesagt, schon vor spätestens 20 Jahren mit vernünftigem Waldumbau angefangen. In vielen Teilen Deutschlands, nicht überall. Ja, es gibt schwarze Schafe, es gibt aber auch Musterregionen, die schon deutlich früher angefangen haben und heute schon ganz toll aussehen und damit auch schon jetzt fit für die Zukunft sind. Da muss man sich einfach umgucken. Da gibt es sowohl solche als auch solche Schafe im Wald quasi. Ne? Gut, aber ja, Möglichkeit Nummer zwei, wir brauchen eben doch einen gewissen Nadelholzanteil in unserem Laubmischwald. Und dann kann man sich eben zum Beispiel sogar fragen, und das sagen einige, ich will mich da noch nicht anschließen, aber das wird man gucken müssen, ob wir nicht lieber doch einen Nadelmischwald haben werden in Zukunft oder brauchen werden, damit wir eben einen ausreichend hohen Anteil unseres Holzes stofflich nutzen können, was bei Nadelholz überhaupt kein Problem ist, weil das nicht quillt und schnindet. Ne, aus einem Nadelholz zum Beispiel,
Beispiel Fichte Tanne Douglasie, kannst du einen Balken rausschneiden, den kurz trocknen, zack, irgendwo einbauen, fertig. Er ist dazu noch leicht, stabil, die Dinger wachsen schön gerade, fast immer tolle Holzqualitäten. Ein Großteil davon, wie gesagt, das sogenannte Rundholz, das dann im Stamm, im Schnittholz landet, ein großer Anteil, beste Holzprodukte, beste Qualität, alles super. Ja, das erreichst du mit Nadelbäumen fast immer, mit Laubbäumen nur ganz, ganz ausnahmsweise mal. Und das ist eben der Casus Knacus, um den es geht, weshalb es auch eben in Zukunft dann mehr eine Rolle spielen wird und wir noch dringend nach alternativen Technologien suchen. Ne? Das war übrigens die eine Idee, die die CDU hatte für die Zukunft des Waldes im letzten Wahlprogrammvergleich meinerseits. Da hatten sie gesagt, wir brauchen neue Technologien zum Umgang mit Laubholz. Mehr hatten sie eigentlich so gut wie nicht gesagt, was in Zukunft mit dem Wald passieren soll. Aber mit dem Punkt hatten sie recht. Das haben übrigens fast alle anderen Parteien auch gesagt. Gab es auch von den Grünen, hatte auch die FDP gefordert und die SPD hat gar nichts zum Wald gehabt. Und die AfD wollte mal wieder den Rot hier schredden. Das war aber, glaube ich, auch alles, was die zum Wald drin hatten. Ach ja, und keine Windräder in den Wald stellen. Naja, jedenfalls nur der Vollständigkeit halber. Wenn ich schon mit Parteien anfange, dann sollte ich auch alle nennen. Ja, das ist es im Grunde. Ja. Ich wollte es ja einigermaßen kompakt halten. Damit müssen wir in Zukunft irgendwie umgehen, dass die Struktur des Waldes, infolgedessen auch die Struktur, die Zusammensetzung des anfallenden Holzes im Jahr eine andere sein wird und wir neue Technologien dann hoffentlich haben, um Laubholz besser nutzen zu können. Und wenn nicht, sind wir für einen sinnvollen CO2-Speicher durch Holz deswegen und auch aus anderen Gründen, auch aus wirtschaftlichen Gründen und der Vielfalt des Waldes geschuldet, auf einen gewissen Nadelholzanteil angewiesen. Und das wird auf jeden Fall noch eine große Herausforderung sein. Aber zentrale These, auf die ich wirklich hinaus möchte und die mir wichtig ist, die Kritik, wir würden ach so furchtbar viel Holz verbrennen und nur ganz wenig stofflich nutzen, ist momentan noch echt nicht richtig. Ja? Oder trifft nur in Sonderfalljahren wie 18, 19 und 20 zu. Aber wird sich ganz bald wieder normalisiert haben. Es gibt keinen Grund, was anderes anzunehmen. So, das war's. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.